Guten Abend hier in der Adolf-Weber-Lounge nach dem zweiten Finalspiel der Eisadler Dortmund gegen die Ratinger Ice Aliens. Ich begrüße die beiden Trainer, ich begrüße Frank Hentges und ich begrüße Ralf Hohler, den Trainer der Eisadler. Wir wollen das auch nicht sehr lange machen, weil die Trainer haben sicherlich 60 harte Minuten hinter sich und trotzdem möchte ich zuerst Frank Hentges um sein Statement bitten. Ja, schönen guten Abend zusammen. Erstmal schön wieder hier zu sein. Was mache ich falsch? Ein bisschen weiter. Weiß. Okay. Lange Zeit vergangen, seitdem ich mal hier oben war. Aber alles muss so schön geblieben. Gut, Pressekonferenz ist auch die erste, die ich habe dieses Jahr in der Liga. Aber machen wir auch gerne. Und ist professionell, ist alles gut, alles gut. Zum Spiel oder zu beiden Spielen, normal sagen wir nichts in der Playoff, in einem Spielstand. Wir sind jetzt 2-0 vorne. Sagt den Jungs auch, heißt gar nichts. Immer schön demütig bleiben, immer schön auf dem Teppich bleiben. Das ist so die Qualität von Dortmund, müssen wir hier nicht diskutieren. Die kennen wir genauso. Diese Serie kann sich auch ganz schnell wieder drehen. Ich denke, dass wir, ja, das ist so. Ich denke, dass wir dieses Momentum ausnutzen konnten. Dortmund hatte, glaube ich, seit letzten Sonntag heute das vierte Spiel gemacht. Und wir waren ein bisschen frischer. Wir wussten nicht, wie wir die Serie starten, weil wir einen leichten Halbfinalgegner hatten, im Viertelfinale gar nicht spielen mussten. Und dafür haben die Jungs das gut gemacht. Ich kümmere mich dann nur um die Defensive, da war ich sehr zufrieden mit. Und sage immer, alles gerne, kommt von alleine. Ralf, wir sehen uns am Freitagabend. Hoffentlich wieder so ein gutes Eishockeyspiel. Und ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich sage immer, alles ist noch möglich. Dankeschön. Ja, besten Dank, Frank Hentges. Ich korrigiere ungern. Es war das fünfte Spiel in 9 Tagen. Ich habe mal die ganzen letzten 7 Tage, war es das fünfte Spiel? Ja gut, dann haben wir ein anderes Kriterium ist aber für die Rechnerei. Ne? Aber genau, ich bin ja Lehrer und kann das entsprechend. Aber das ist Mathematik Grundschule. Sonderpädagogik. Ich hatte leider nicht Mathematik als Fach. Ralf, dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, guten Abend. Glückwunsch, Frank, zum Sieg. Eigentlich hast du alles gesagt. Ich kann jetzt aufhören. Ja, ist tatsächlich so. Ich bin nie einer, der irgendwie sagt, so, jetzt geht nichts mehr. Oder wir waren heute ein bisschen platt. Wenn man 0 Tore schießt, kann man natürlich kein Spiel gewinnen. Da muss man jetzt nicht ganz schlau sein. Wir sind gar nicht richtig zum Tor gekommen. Ratinger hat defensiv sehr gut gestanden, Torwart gut. Wir haben eigentlich viel, viel, viel besser, die meisten, wenn es nicht gesehen haben, als gestern gespielt, aber es nutzt auch nichts und vielleicht hat in der einen oder anderen Situation tatsächlich das Körnchen gefehlt, das nötige Glück. Jochen war nicht rum, jetzt haben wir die Möglichkeit, uns noch unsere Runden zu lecken, sonst einfach unten ein bisschen Demut in der Kabine zeigen und wir bereiten uns nächste Woche gut vor. Ich kann mir vorstellen, dass Bergisch Gladbach gegen uns im Halbfinale nach dem zweiten Spiel genauso in der Kabine gesessen hat wie wir und wie das dann ausgegangen ist, das wissen wir. Es war eine harte Serie und Frank weiß das auch, hat er auch gerade gesagt. Wie sagt man so schön in Nordamerika, solange die dicke Dame singt, ist die Oper noch nicht aus. Und das sehe ich jetzt genauso. Wir sind dran, wir geben nicht auf. Auch nochmal Dank an die Kulisse. Wir sind froh, dass wir das Eishockey hier in Dortmund wieder in eine schöne Spur gebracht haben. Frank hat auch bessere Zeiten hier gesehen. Und ich denke mal, wir werden da vorsichtig mit umgehen, alle Beteiligten, und versuchen, das so zu erhalten, wie wir es jetzt im Moment haben. Also das ist jetzt kein Abgesang, ich gehe auch nie nach Hause und komme nicht mehr wieder. Es geht nur einfach darum, dass wir eigentlich mit dem, was wir schon erreicht haben, weit über dem Ziel sind. Dass wir das Finale jetzt gewinnen wollen, müssen wir auch nicht sagen. Wir werden am Freitag nochmal alles raustun, was drin ist. Und Sonntag oder Dienstag, vielleicht sehen wir uns dann nochmal zur Pressekonferenz hier. Also ich bin nicht pessimistisch, ich bin immer optimistisch. Ja. Okay, das war's von mir, danke. Besten Dank, Ralf Hohler. Damit ist hier wirklich alles gesagt, was dieses Wochenende in kurzer Folge angeht. Wir werden am Freitag auf jeden Fall in Ratingen spielen um 20 Uhr. Und sollte uns ein Sieg gelingen, dann könnten wir uns hier am nächsten Sonntag nochmal wieder treffen. Sehr viel Konjunktiv. Ich wünsche allen eine
geruhsame Woche der Mannschaft, ein paar geruhsame Tage nach diesem doch sehr intensiven Stress. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht nochmal wiedersehen. Ansonsten gute Fahrt nach Hause, Frank Inkes. Dir auch alles Gute und viel Kraft zum Durchschnaufen am Wochenende. Jetzt haben wir einen schönen Sonntag und den wünsche ich auch allen. Guten Abend.